her. Bring dir doch nächstes Mal selber eins mit. Du. Das ist mein Pausenbrötchen. Gib jetzt her. Du bist schuld. Nein, du. Am Abend vor seinem Leiden nahm er beim Mahl das Brot und sagte dir Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Streit macht mich traurig. Viel besser fühle ich mich, wenn ich mit meinen Freunden teile. Jesus hat uns gezeigt, dass wir Armen, Kranken und Einsamen helfen sollen. Und heute könnt ihr anderen Kindern, die Unterstützung brauchen, helfen. Spendet etwas von dem Geld, das ihr zur Erstkommunion geschenkt bekommen habt, an das Bonifatiuswerk. Dort finden zum Beispiel schwerkranke Kinder und ihre Familien Unterstützung. Es gibt aber noch andere, vielfältige Angebote für Kinder, die Hilfe brauchen. Sie werden sehr dankbar sein für eure Spende. Auch Maite Kelly, eine Schauspielerin und Entertainerin, unterstützt zusammen mit vielen anderen Prominenten das Bonifatiuswerk. Sie erzählt jetzt, warum sie die Arbeit des Bonifatiuswerks gut findet. Jesus macht stark. Durch das Brot des Lebens in der Heiligen Kommunion weiß ich, dass Gott in meinem Leben Strahlkraft hat. Ich wünsche meiner Tochter und allen Kommunionkindern, dass sie die Zuversicht haben, dass sie nicht alleine ihren Lebensweg gehen müssen. Durch eure Spende für das Bonifatiuswerk können wir dafür sorgen, dass kein Kind alleine glauben muss und dass sie durch uns auch in ihrem Glaubensweg begleitet werden. Genau das versuchen wir im Bonifatiuswerk zu unterstützen. Ich danke euch allen, die ihr mit euren Spenden mithelft in vielen Projekten, dass Kinder erfahren, wir müssen nicht alleine glauben, auch wenn ich manchmal in einer sehr kleinen Glaubensgemeinschaft lebe. Eine große Freude und Ermutigung ist es, wenn Kinder das spüren und erfahren: Ich bin nicht allein, Jesus ist bei mir und wir können gemeinsam in der großen Kirche unseren Weg gehen. Denn der Einzelne zählt, egal wo er ist.